Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge bei Rayman Legends. Es geht mal wieder hoch auf den Turm ohne Ende. Und ja, wir probieren hier heute die 1000, ich hab's nicht ganz lesen können, irgendwas um die 1050 Meter waren es, glaube ich, zu schaffen. Gut, Turm ohne Ende kennt ihr ja die alten Regeln. Erstens, wir halten, wenn möglich, das Steuerkreuz immer in die Richtung, in die wir gerade springen. Und dann halt eben immer probieren, die rosa Lungs mitzunehmen. Ansonsten ist es heute eigentlich recht leicht. Diese Stelle hier hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt. Das ist jetzt gerade mein zweiter Versuch, den ich jetzt hier habe. Und an der ersten Stelle hier stoppt man plötzlich, während man die Wand hochrennt. Und das verwirrt natürlich dann ein bisschen. Von der Elemente her ist es das Altbekannte. Es war jetzt nichts Großartiges Neues dabei. An einer Stelle habe ich mich ein bisschen gefreut, und zwar gerade diese Freischwebe. Stelle, die sage ich euch nachher, dass die nach so langer Zeit mal wieder kommt. Gut, hier geht's weiter nach oben. Wir springen einfach, wir machen einfach immer unseren Weg, rennen die rosa Lums entlang, hier auch noch einmal hoch, zack, hoch und hier noch einmal, genau hier rüber auf die andere Seite, einmal hoch, hier auch wieder an der Wand abprallen. Hier, da habe ich zwischendurch sogar mal in einer frühen Runde probiert, direkt aufs andere Seite hoch zum springen. Ist nicht ganz zu empfehlen. Wenn man da ein paar Millisekunden zu spät ist, dann rennt man, ja, dann stirbt man einfach direkt. So, wir gehen hier weiter, und genau diese Stelle hier, da habe ich mich richtig gefreut, dass die mal wieder drankommt. Weil die schon lange nicht mehr war, und wenn man da einfach auch so eine gewisse künstliche Pause auch hat, das heißt, wenn man da zwischendurch halt eben noch was trinken möchte oder so, kann man ihn insgesamt einfach kurz aufs Standby stellen. Na gut, geht auch mit der Pause-Taste, klar, aber ich finde trotzdem, solche Pausenteile sind immer zwischendurch recht praktisch. Ja, auch wieder, das sind noch die langsamen Sprünge, da sehen wir unterwegs noch ein paar Leichen. Und hier auch wieder an der Wand abprallen und eins weiter hoch. So, hier springen wir auch. An dieser Stelle auf jeden Fall nicht den Controller in die falsche Richtung klicken, sonst springt man von der Wand nicht richtig ab und stirbt. Hier auch, ich lasse den Controller einfach in dem Moment auf der linken Seite komplett kurz los, damit ich schön abspringen kann. So, jetzt hier wieder von der Wand abprallen und einmal hoch. Wir haben schon die 811 Meter. Jetzt kommen wieder unsere schönen S-Kurven, kennen wir alle schon recht bekannt. Und hier der große Sprung drüber. Da habe ich echt gedacht, jetzt zerbröselt es mich, weil ich zu spät den Schlageknopf gemacht habe. Und dann auch noch in die falsche Richtung und dann natürlich prompt von dieser Wand abgeprallt bin. Aber es hat Gott sei Dank noch geklappt. Hier noch einmal hoch. So, wir haben die 900 Meter. Hier großer Sprung, das ist auch manchmal ein bisschen blöd, wenn man da zu unvorsichtig ist, macht man einen klein bisschen zu kleinen Sprung. Jetzt kommen die ganz schnellen Sprünge. Hier wieder das S, kennen wir auch wieder, haben wir schon gehabt. Dieses Mal in die andere Richtung und dieses Mal verwische ich es schön. So, jetzt hier drüber, drüber, nochmal drüber, sind wieder langsame Sprünge. Hier die ganz schnellen und das war dann auch schon die Goldgrenze. Und ja, ab jetzt geht es eigentlich nur noch darum, da halt eben einen schönen Platz zu machen. Hier auch wieder ganz schnelle Sprünge. Am besten, ihr schaut euch das nachher auch noch mal in der Zeitlupe ein bisschen an oder drückt die Stopptaste, dann sieht man es auch sehr, sehr schön. Hier auch wieder hoch, durch, nochmal schlagen, gleich danach springen. Hier wieder über die Ringe drüber. Hier auch wieder, kennen wir, ganz schnell durchschlagen. Und eine Runde weiter, noch einmal. Gleiches Spiel, ganz schnelle Sprünge, damit wir hier möglichst nicht in die Ranken reinkommen. Zack. Hier auch noch einmal drüber. Jetzt hier auch ganz, 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 ganz schnell hoch, damit uns die Ranke nicht erreicht. Und wir haben schon 1400 Meter jetzt geschafft. Hier auch wieder ganz schnelle Sprünge. Jetzt probiert er einfach nur, wie schnell kann man klicken hier. Uns damit abzulenken. So, hier. Und hier ist es jetzt sogar ohne die Lums. 1456 Meter, das ist eigentlich eine passable Leistung, die können wir für heute sehr, sehr schön lassen. Ich bin gespannt, was für einen Platz wir haben, und es reicht für Platz, na komm, für Platz 8 von 272, also wir sind unter den Top 3%, das ist schon mal ein schöner Wert. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Oh, ich bin total begeistert. Ich werde wahrscheinlich eh wieder aus der Top 10 rausfliegen.
Dafür kenne ich die anderen Spieler zu gut und gerade diese 1460er Marke scheint eine gute Grenze zu sein. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Aktuell bin ich noch der Beste in Deutschland, so wie es aussieht. Kann sein, ja. Ja, und wir sehen uns morgen dann zu einer neuen Runde, beziehungsweise gleich bei der Weekly Challenge noch. Bis dann, ciao, ciao.